mittelständische Strukturen stärken, Drucksache 17-7044, sowie den nachgezogenen Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Rindersbacher, Arnold, Ruth Müller und andere und Fraktionen betreffend das Verramschen unserer Lebensmittel stoppen, Novellierung des § 20 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen prüfen, Drucksache 17-7081, und den nachgezogenen Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Kreuzer, Freller, Brendel, Fischer und andere und Fraktionen betreffend faire Lebensmittelpreise, Drucksache 17-7082. Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Der erste Redner ist der Kollege Herz. Bitte schön. Wenig da. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 6 Wochen ging durch die Presse wieder mal die Meldung, Dumpingpreise bei Lebensmitteln, Lebensmittel werden verschleudert, Ramschpreise und. Ich glaube, viele von uns, von Ihnen, kennen dieses Thema. Und ich habe mich heute in der Früh vor Beginn dieser Sitzung zu einem Discounter aufgemacht, um zu schauen, ob diese Entwicklung anhält, denn wir werden das sicher heute noch diskutieren. Es gibt ja da Gesetze, wo in einem gewissen Rahmen hier Zeiten einzuhalten sind. Und siehe da, ich habe festgestellt, nach wie vor kostet verarbeitete Haarmilch 55 Cent pro Liter. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das kein Dumpingpreis ist, dann weiß ich nicht mehr. Wir Freien Wähler wollen mit diesem Antrag 3 Dinge erreichen. Zum einen, wir wollen die bäuerliche Landwirtschaft schützen, denn zunehmend wird unser Einkommen nicht nur vom Produktpreis bestimmt, sondern überwiegend durch Ausgleichszahlungen. Und es kann auf Dauer nicht sein, dass Einkommen einer Berufsgruppe vom Steuerzahler kommen, die, ich möchte sagen, leicht am Markt erwirtschaftet werden könnten. Zum Zweiten möchten wir viele kleine Lebensmittelbereiche, Betriebe unterstützen, die es zwar zunehmend auch nicht mehr gibt, nur bei der Entwicklung am Kartellamtsektor, will ich es mal benennen, ist es kein Wunder. Und zum Dritten, ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen wieder mehr Bewusstsein schaffen. Neulich kam die Meldung, 80 Kilogramm Lebensmittel pro Einwohner werden im Jahr vernichtet. Das nehmen wir zur Kenntnis, aber es geht so weiter. Das wird zunehmen. Und dieses Verramschen, dieses Geiz ist geil in der Gesellschaft. Das müssen wir wieder abstellen. Aber das können wir nicht mit Parolen. Und wir werden es auch nicht schaffen durch weitere Verschärfungen von Gesetzen, denn die bisherigen Gesetze, ich werde kurz darauf eingehen, die wurden noch gar nicht ausgefüllt. Ich will damit beginnen. 1999 wurde übrigens nach auch sehr massivem Protest verschiedener Berufsgruppen, ich kann mich erinnern, ich war mit Kollegen unterwegs, wir haben bei Preisen, müssen Sie sich mal vorstellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 9 Pfennig für einen Joghurt, 43 Pfennig für einen Liter Milch. Ich kann mich noch gut erinnern, Pfennig, das war vor 2000, weil das Gesetz kam dann 1999. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen wurde da gemacht und da war das als erstes das Ziel, weil die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel zunahm, den kleineren und mittleren Betrieben auch Chancen zu geben. Das wurde installiert. Danach kam 2007 das Gesetz gegen Preisverfall. Und im selben Jahr kam noch ein Gesetz. Also in diesem Gesetz wurde zunächst festgelegt, wer mehr als 3 Wochen einen, ich nenne es Dumpingpreis, anbietet, verhält sich rechtswidrig. Im selben Jahr kam dann dieses Gesetz gegen Preisverfall, da wurde dargelegt, es müssen nicht mal 3 Wochen sein, sondern es genügt, wenn es über kurze Zeit passiert. Und dieses Gesetz 2007 wurde dann bis 2012 verlängert
Und 2012 kam die Verlängerung bis 2017. Aber liebe Kollegen, meine Damen und Herren, wir haben Gesetze dazu. Nur sie wurden bisher nicht mit Inhalt gefüllt. Ich habe mich bereits als Kreisobmann mehrmals an das Bundeskartellamt gewendet und habe denen das mitgeteilt. Preisdumping, Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel. Sie wissen es ja, momentan stehen die Gespräche an, dass Edeka Tengelmann übernimmt. Es geht nicht nur die Kollegen SPD an, dass hier der Herr Gabriel Hart bleibt. Das ist ein Problem. Das Kartellamt schaut zu lange bereits weg. Wir fordern eindeutig und ganz klar, dass Maßnahmen ergriffen werden, ausgehend vom Kartellamt hinzuschauen, dass bereits ein Liter Milch mit 55 Cent verramscht ein Dumpingpreis ist, da gehört eingegriffen. Ich lade alle Kollegen ein, wir können auch da sitzen, gemeinsam zu dem besagten Discounter hingehen und da können wir uns bewaffnet mit Milch hier mal eindecken. Das wäre eine Möglichkeit, darauf hinzuweisen. Herr Kollege, achten Sie bitte auf die Zeit. Ich höre sofort auf. Nur, meine Kolleginnen und Kollegen, wenn wir hier den Raum wieder verlassen und Durchhalteparolen aussprechen und sagen, hier muss ein Gesetz verschafft werden. Bereits jetzt bestehende Gesetze wurden bisher nicht mit Inhalt gefüllt. Und da liegt das Problem. Dankeschön. Der nächste Redner ist der Kollege.